Wir stellen uns auf das Band. Wir wollen den Bizeps trainieren, gleichzeitig unseren gesamten Rumpf. Wir stehen sehr breitbeinig auf dem Band. Wir trainieren nicht nur jetzt die Beine und in dem Fall besonders die Hüftpartie hier, die Außenmuskulatur des Oberschenkels und gleichzeitig die Bizeps, sondern auch vom Dachzimmer. Unser Gleichgewicht. Wie wunderbar. Drei Übungen auf einmal. Drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ihr steht auf dem Band und ihr verlagert euer Gewicht nach rechts. Und dabei gehen die Arme Richtung Schulter. Beugung. Genau. Und ihr nehmt die Arme runter und gleichzeitig kommt ihr ganz langsam mit den linken Beinen wieder auf den Boden. Und gleichzeitig, wenn Arme und Beine wieder nach unten sind, dann ist die Übung auf der Seite beendet. Dann verlagert ihr euer Gewicht nach links. Zieht die Arme wieder zur Schulter. Das rechte Bein ist jetzt genau abgewinkelt. Ihr steht auf dem linken Bein. Langsam kommen die Arme runter. Das Bein geht ganz langsam mit. Und ihr kommt wieder tief auf den Boden. Ihr macht die Übung sechsmal nach rechts. Und sechsmal nach links. Lasst euch Zeit. Keine Eile hier. Sollte euch das Gleichgewicht kurzzeitig verlassen, nehmt einfach nur den Fuß auf den Boden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Lasst euch Zeit. Ihr habt auch immer die Möglichkeit, diese Übung jedes Mal, wenn wir sie wieder machen, zu verbessern. Und nach einiger Zeit werdet ihr auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung spüren. Die Spannung bleibt in der Bauchmuskulatur. Je mehr ihr die Spannung halten könnt in der Bauchmuskulatur, desto besser und desto stabiler könnt ihr das Gesamte halten. Also, sechs auf der rechten Seite, sechs auf der linken Seite. Los geht's!